Da uns dieser komische Priester betäubt hat, befinden wir uns jetzt in so einem komischen Raum mit jede Menge Gekrakel. Vielleicht sollten wir das mal aufzeichnen, genau. Und dann können wir auch direkt wieder ein bisschen lesen, wahrscheinlich. Haben wir hier was Neues? Nein, da. Vater Martins Zelle, nicht Ziele. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ach, Herr Maserati, unser Priester. Hier war aber einer sehr, gläubig. Danke. Ja, sehe ich auch so, Typ. Na, können wir noch einen befreien oder so? Den der hier einfach mal so reingesperrt hat. Wahrscheinlich hat der die armen anderen hier auch alle reingesperrt. Der Typ, der hat einen Knall. Zeuge für was? Wenn der. Ja. Tust du uns weh? Tust du uns weh, wenn wir da dran gehen? Nein? Nein? Ehrlich nicht? Nein? Okay. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Und du? Du bist sehr deformiert. Ja, gut, den sollten wir vielleicht meiden. Denn der scheint ja nicht so begeistert von uns zu. Arbeitet ihr zufällig als Wurstverkäufer oder warum wollt ihr die Leber und die Zunge? Also, nee, nee, danke. Und eure Gürkchens da, die könnt ihr auch bitte behalten. Die möchte auch niemand. Hast du was aufgeschrieben, Typ? Nein, hast du nicht. Warum schreibst du dazu nichts auf? Zwei nackte Typen wollen meine Leber und sind nackt oder so. Das hätte sich doch mal gelohnt, das aufzuschreiben. Ah, die beiden sind cool. Die werden uns im späteren Verlauf, glaube ich, noch sehr auf die Nerven gehen. Mit Leber und Zunge und so. So, da sind wir selber raus. Da haben wir schon geguckt. Können wir hier abkürzen? Nein, können wir nicht. Danke. Das heißt, wir müssen die Treppe runter. Wo sind die Typen? Stehen die noch da hinten? Ja. Geht weg. Der sieht so aus, als würde er uns was tun. Die ist offen. Wenn die schon offen ist, heißt das was? Dass man sich hier verstecken kann. Danke. Gut. Ja, vielleicht sollte ich die Kamera jetzt wirklich mal anlassen, obwohl ich die Sicht nicht so toll finde. Aber gut. Lass das. Du kommst da wohl hoffentlich nicht raus. Machst du das nochmal? Können wir den rauslassen? Gott sei Dank nicht. Aber probiert haben muss man es ja mal. Die geht auch nicht auf. Okay. Aber die. Da geht's durch. Dann wollen wir da auch noch nicht hin. Erstmal noch hier unten ein bisschen gucken. Die geht auch auf. Euer Ernst? Ach so, wir können uns bei dir nur verstecken. Auch gut. Bei irgendeiner haut hier, ja. Irgendeiner haut sich den Kopf immer gegen die Wand. Das muss doch wehtun. Oder denkst du nicht? Die geht auch nicht auf. Ja.
den haben wir wohl gerade wach gemacht. Der war nicht ganz so erfreut. Und du bleibst hoffentlich sitzen, sonst landest du, naja, du landest sowieso auch auf YouTube, aber mal davon ab. Die geht auch auf. Ist auch nichts. Die ist offen. Auch nichts. Da ist bestimmt wieder einer drin. Oder auch nicht? Nein. Okay. So, ja, wir versuchen jetzt am besten mal ein bisschen ohne die blöde Nachtsicht auszukommen. Denn die werden wir bestimmt noch brauchen. Du bist derjenige, der immer den Kopf gegen die Wand schlägt anscheinend. Gut. Oh Gott, was macht ihr da? Will ich, naja gut, will man wissen, was die da tun? Und warum kann man hier hoch? Okay. Da geht's nicht hoch. Vielleicht einfach geradeaus. Ja. Ja. Ich bin krank. Was hast du da gerade gemacht? Und ich bin krank. Und du auch. Du guckst auch zu, ja? Das, ja, ist nicht lecker. Ihr Nekrophilie-Typen da. Was haben wir für ein Ziel? Gar keins. Okay. Ach so, jetzt hat er aber was aufgeschrieben, ne? Nekromantie. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Das befürchte ich fast auch, ja. Ach, jetzt sind wir hier und könnten theoretisch dahin, wo die beiden Typen eben waren. Aber nein, das wollen wir nicht. Was knarzt hier so? Es möge aufhören zu knarzen. Gut. Naja, ohne die Nachtsicht auszukommen, wird sehr lustig. Ja, was denn nun? Hä? Wolltest du mir helfen oder wolltest du mir was Böses? Naja, das weiß man bei den Leuten hier nie so genau. Naja, dann werden wir wohl dahin müssen zu den Kannibalen auf die Seite. Bewege dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Okay. Geht das auch schneller? Nein, das geht natürlich nicht schneller. Kein Schlaf. Da sind genug Betten, dass du dich hinlegen kannst. Ist der Wecker eigentlich an? Es ist so aufregend alles. Gott. Es ist wirklich aufregend. Go away, please. Go einfach away. Was? God always provides way, follow the blood. Folge dem Blut, ja, noch nicht. Du sitzt da auch einfach nur so rum. Licht wieder aus. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Gut. Ach so, ein bisschen Desinfektion macht ja auch noch Sinn. Wo hier eh schon alles kaputt ist, ne? Das waren definitiv nicht wir. Batterie oder so? Ja, danke. Das ist gut, weil so viele wie ich verschwende, brauchen wir auch ganz dringend jede Menge neue davon. So. Könnte uns Maserati aber auch mal ein paar hinlegen. Anstatt nur Blut an die Wand zu schmieren, leg uns lieber ein paar Batterien hin. Und gib uns vor allem den Generalschlüssel, denn du hast bestimmt einen. Mhm. Danke für den Tipp. Der Abfluss. Ach, das hat er auch da dran geschrieben. Okay. Da schreit schon wieder einer. Dokument. Schön. Wie heißt das Geschreibsel?
Vater Martin Fingermaler. Helen, Dr. Zeichner hat mir Ihre Kontaktdaten gegeben. Wie passend, Zeichner. Damit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaund hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektiven Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Aha, also ist unser Maserati also auch ein Patient gewesen. Dieses tollen Ortes hier. Einmal Nachtsicht bitte. Gut, bringt nichts. Dann hier runter. Sicher? Naja, gut. Mehr als sterben können wir nicht. Ja, diese Tür sieht schon so richtig einladend aus. Deswegen probieren wir erstmal das hier. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Ist das jetzt ein Hinweis schon wieder? Erst da lang oder erst die andere Seite? Oh Gott. Der will was Böses von uns. Der ist, glaube ich, nicht freundlich. Wir nehmen erst die andere Seite, bitte. Da wäre ich sehr für. Nur das mit dem Türen leise auf und zu machen, sollten wir noch mal üben. Mach die bitte zu. Zu machen. Würdest du bitte. Mach die Tür zu. Mensch. Muss auch auf mich hören, lieber Ups-Hure. Oh. Ja, später. Gerade nicht. Wir suchen Batterien oder was auch immer. Ja, die Kannibal. Mehr hast du nicht zu sagen, nur Ritual und Beschwörung? Okay. Naja, der Typ, der will bestimmt was von uns, weil sonst wären die Schränke zum Verstecken nicht hier. Das ist auch, glaube ich, der einzige Grund, warum man hier hin kann. Vermute ich jetzt mal. Da ist auch der Exit. Mal wieder. Hier gibt es viele Exits. Was ist die Mehrzahl von Exit? Ein Exit, zwei Exite? Exitus. Das ist die Mehrzahl. Ja, also wenn der nicht böse ist, dann weiß ich es auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, du siehst uns trotzdem. Naja, hier vielleicht nicht mehr. Geh weg. Ich bin doch ganz still. Oh. Bleib doch einfach da. Und wir müssen bestimmt da durch. Naja, hier ist kein Fenster mehr, das heißt, wir können uns hinstellen. Der tut uns garantiert irgendwas. Also zu dem möchte ich definitiv gerade nicht. Ja. Ich dich auch. Ich dich auch, Freund. Ganz doll sogar. Geh da rein. Du weißt nicht, wo wir sind, ist das klar? Oha, irgendwie habe ich ja mit dem anderen gerechnet. Nicht mit dem, aber. Na, der andere glaube ich nur, wenn man ihm zu nahe kommt. Und er ist allgemein hier ganz schön aggro drauf. Egal, ob man. Den muss man nur schief angucken und schon hat er keine Lust mehr.
Das ist bestimmt der Typ aus dem Keller. Ey, das Spiel, es ist geil. Also es hat eine richtig geile Atmosphäre. Also man versetzt sich wirklich voll in die Spielfigur rein. Und eigentlich hätte ich eher gedacht, dass bei mir sowas keine Wirkung hat. Denn wer mein Tomb Raider 2 Let's Play kennt, das habe ich ja mit jemandem zusammen gemacht. Und da ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass ich mich einfach mal so erschreckt habe, wenn irgendwie ein Tiger aus dem Nichts, Entschuldigung, wenn einfach nur ein Tiger aus dem Nichts aufgetaucht ist oder sowas, aber bei Horrorspielen, da ist es ja schon so offensichtlich, so nach dem Motto, du hast dich jetzt zu erschrecken. Na, und da wartet man ja schon förmlich drauf, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir das hier auch passiert.